Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Subnautica. Ein neues Patch ist draußen. Oder Update besser gesagt. Und wir sehen, unser Menü hat sich verändert. Ob es nun zum Positiven oder zum Negativen. Oh, die Schriftzeichen, ja. Hatte ich mir schon angeguckt, es geht nicht anders. Wird wahrscheinlich im nächsten Patch schon wieder rausgefixt. Es gibt Equipment, Tank, First Aid Kit endlich mal. Dann ein Strahlenschutzanzug. Geile Scheiße. Dann wird mir endlich mit dem Strahlenschutzanzug dann zum Schiff hingehen können oder schwimmen können. Desinfiziertes Wasser. Okay. Desinfektet, ja. Desinfiziert, ja. Elektronik. Alter, haben sie ja richtig schön erweitert das Menü. Das ist ja richtig geil. Coole Scheiße. Gefällt mir. Hier gibt es noch Essen. Ja, komm, gönn dir. Ach, hätte ich ja nicht gebraucht. Ich habe ja noch die leckeren. Na. Pilze am Start. Nom, nom, nom. Okay, den Kompass wird da angelegt. Was wird denn da denn angelegt? Das Thermometer, glaube ich. Temperaturen. Denke ich mal. Hier kommt der Anzug rauf. Es gibt ja schon wieder viele neue Sachen hier zu machen. Achso, übrigens, ja, seht ihr das da? Das ist mein kleines Schiffchen. Haben sie jetzt auch endlich in eine Barke eingebaut. Finde ich gut. Blubberbläschen bleiben. Jetzt weiß ich auch nicht, inwiefern sie jetzt neue Materialien dazu hinzugefügt haben. Deswegen hatte das hier wahrscheinlich auch so rumgespackt. Das muss ich auch nochmal gucken, ob das noch zu beheben geht, dass die Station halt immer auf Stelzen sein muss, weil es sonst vielleicht zu Komplikationen kommen kann. Mit, na, dass zum Beispiel das einreißt irgendwo. Ah, gucke mal. Haben Sie hier was dazu hinzugefügt? Also was Neues? Weiß gar nicht, mal gucken. Sehr schön, es ist leise. Vehikel. Ne, der Cyclops bleibt und der Seamoose. Wunderbar. Müsste man sich jetzt halt nur noch informieren, was halt für den Strahlenanzug benötigt wird. Das ist doch, haben sie verbessert, definitiv. Grafik-Performance. Ja, ist auch flüssig. Ah, haben sie auch eine neue Umrandung gemacht? Okay. Schauen wir mal. Ist nur noch ein Pilz hier übrig? Na gut. Wie soll der sich auch vermehren? Luft geht auch nicht so schnell weg. Sand, kriegt man den jetzt ins Inventar? Nee, bleibt dabei. Ohne. 99, okay. Gut, gut, gut. Ist alles leergefegt hier. Schauen wir mal kurz. Aber wenn man näher dran ist, dann ist es weg. Gut. Schauen wir mal, ob sie das schon gefixt haben. Ich werde das mal reparieren. So, einmal repariert. Nee, aufheben kann man es nicht. Okay, hier die Farbe geändert. Guck mal, alles schön neu ist hier, ne? Ah, guck mal, er ist immer noch da. Gut, dann bleibt er wahrscheinlich im Safe-Game bestehen. Kann man nicht. Wow, geil. Sehr schön, nice. Kann man die eigentlich schon rausnehmen hier? Nee. Kann man nicht. Open. Ey, oh. Das sieht ja nice aus. Brauchen wir nicht. Close, sehr schön. Doch, haben sie nett gemacht. Schön wäre jetzt, wenn man noch Sachen aufheben könnte hier. Use Fabricator. Doch, sehr schön. Gefällt mir schon wesentlich besser. Jetzt weiß ich gar nicht. Jetzt müsste man sich eigentlich. Ach, shit. Siehst du, muss ich ja rein. Ich brauche, muss ja gucken, was ich für Materialien brauche, um mir so einen schönen Strahlenschutzanzug zu bauen. Wo ist er denn? Survival Personal. Und zwar zweimal Lead. Zweimal Silikon und zweimal Titan. Okay. Okay. Zweimal Lead, zweimal Silikon und zweimal Titan. Da unten war meine Station. Sonst irgendwas verändert hier? Weiß ich gar nicht. Hier sind die Blubberbläschen. Ich weiß nicht, ob so was an der Graf. Ah, nach unten schwimmen geht jetzt einfacher. Nee, ging vorher auch schon. Also geht man jetzt richtungstechnisch, schwimmt man, ja.
Ach, das sind wieder unsere dicken Freunde hier. Ist das Quarz rausgenommen oder bleibt das bestehen? Ich weiß ja nicht, weil ich gucke mir die Patchnotes nie an. Ja, ich spiele einfach drauf los. Freue mich, wenn ich neue Sachen entdecke. Was? Ach, hat der schon wieder ihn fahren lassen? Komm her. Nee, nicht gut. Ich glaube, hier sollte ich vielleicht... Wow. Kupfer. Sehr schön. Oh, das ist aber sehr lang hier. Welcome on board, Captain. Ah. Oh, da ist ein Blätterfisch. Sehr geil. Du bist wieder ein Garant dafür, dass ich frisches Wasser bekomme, wenn ich es denn möchte. Okay, Quarz ist auch geblieben. Da gibt es noch schöne Teile. Oh, das läuft, Freunde. Das läuft wieder. Komm her. Wenn es denn läuft, läuft es. So, essenstechnisch, dosttechnisch geht alles. Jetzt weiß ich auch nicht, ob man jetzt mittlerweile schon Fische braucht, um Sachen... The primary dark matter containment field has dropped to 36% amplitude. Continuing to monitor. Okay. Alter Schwede. Was war denn das eben? Ist das hier eine Monsterwelle gewesen? Nee. Ich bin ja schon wieder perplex hier. Wurde mir gesagt, dass irgendwas detected wurde? Irgendwelche Lebenszeichen? Aha. Interessant, interessant, interessant. Tatsächlich, Alter, das sind Wellen hier, wa? Haben die sowas implementiert? Das wäre ja richtig geil. Aber gut, ich meine, Unterwasser stürzt mich nicht, wirklich. Da ist nochmal ein bisschen Essen. Ach, die sind zu schnell. Hier sind wieder die Blätterfische. Cool, ja. So, ich wollte mir eigentlich auch noch so ein großes, ja, sag mal, Schiffchen bauen. So ein Cyclops, genau. Aber ich habe schon so lange jetzt nicht mehr... Oh Gott, nee, du bist eklig. Hau ab. Ich habe so lange schon nicht mehr gespielt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ist kurios, tauchst auf. Ist dann rechts erstmal so eine fette, große Welle neben dir. Da gibt es was zu knuspern, da muss man natürlich ran. Wir wollen ja ein bisschen zuweiven. Komm, gönn dir. Bau ruhig ab, ich bin ja noch Grünzeug hier drin. So, lassen wir mal, wa? Ich will mal auf I gehen für Inventar. Kicke mal, hat er erreicht. Zack, 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 zack. Sehr schön, füllst gleich Wasser auf, bin ich stolz drauf. Müssen wir mal gucken, ob die Stalker noch da sind. Da sind die Stalker noch. Bin ja nur noch umgeben von Stalker. Ja, das Spiel würde ich gerne auch mal im... Wow, fuck you. Fuck you, boy. Das Spiel würde ich auch gerne mal live streamen. Und ich glaube, das werde ich jetzt dank dem, dass ihr das endlich mit den... Safe Games hingekriegt haben, werde ich das auch mal machen. Weil ich finde das richtig, richtig geil, das Spiel. Und ich würde sagen, ach Gottchen, wann können wir das denn streamen? Keine Ahnung, liebe Leute. Morgen würde ganz gut passen. Aber das kriegt ja sowieso keiner von euch. Doch, vereinzelt. Aber ich glaube, ich werde mir das vornehmen, auf meinem Twitch-Kanal das mal ein bisschen zu streamen. Werde vielleicht noch ein kleines Promo-Video hier machen oder Vorschau-Video. Ja, und dann wird das schon, was hoffe ich mal. Muss jetzt leider schon wieder zurück. Blub, 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 blub. Ja, komm. Alter. Ihr habt doch wohl alle ein bisschen Knochen am Kopf, Alter. So.
Dann grabbeln wir uns mal das Mehl raus, Crashmehl. Weil ich weiß ja nicht, wofür wir das jetzt brauchen. 1, 2, 3. Hier war noch einer. Sehr schön, haben wir die alle vernichtet. Finde ich gut. Seitdem mal Ruhe hier im Karton, ey. Meine Fresse. Inventory ist full. Okay. Ach, ist aber herrlich hier doch. Das gefällt mir richtig gut. Das werde ich streamen. So, jetzt muss ich erstmal zurück und muss erstmal gucken, wie ich mir Health wieder herstelle. Ein wenig etwas, maybe. Weil Stoff gibt es ja hier nicht. Vielleicht mit Pilzen, Inventar ist voll, Salz. Ach, das werde ich jetzt gleich mal ausprobieren hier. Wird mein letzter Akt denn sein? Ich mache es heute ein bisschen kürzer, die Folge. Ich möchte mir das gerne alles für den Stream aufheben. Und das Ganze dann vielleicht mit euch nochmal komplett entdecken. Siehst du, das haben sie noch nicht behoben. Materialien, Silikon, Quarz, bla 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 bla. Titan. Aha, okay. Batterien, Kupfererz und Acid. Wasser. Bleichmittel, okay. Gefiltertes Wasser. So, dann haben wir hier. Was brauchen wir denn überhaupt dafür? Da brauchen wir Titan, haben wir Silikon zweimal. Einmal. Ja, reicht wieder nicht, wa? Das reicht wieder nicht. Doch, zweimal Silikon. Und, ach, kicke mal. Fieber? Was ist denn Fieber? Und Bleichmittel? Scheiße. Ja, ich habe aber noch richtig zu tun. Lead. Ja, muss ich gucken, wie ich was herstelle hier, ne? Ich glaube, es ändert sich ja auch immer wieder. Signalboje, Strömungsgenerator. Okay, Small Storage, Gravisphäre. Was braucht sich Titan, Silikon, Glas, Bleichmittel, Salzvorkommen und Calcium-Chunk? Okay, Magnesium. Kupfererz brauchen wir da noch. Und Silbererz. Gut. Haben wir natürlich leider nicht mehr am Start. Also erstmal schnell auf nach unten zu unserer kleinen Base. Die ich aber, glaube ich, auch nochmal um in der... Scheiße, seht euch das an, Alter. Vorher war es wenigstens noch so, dass es sich aufgefüllt hat. Die Health-Anzeige. Und ich möchte eigentlich nicht schon wieder irgendwie neu anfangen, weil das ja auch langweilig für euch dann wird. Denke ich mir mal. Sieht gut aus. So. Sehr schön, vielen Dank. Was brauchten wir jetzt? Wir brauchten Kupfer. Hier ist Kupfer. So, haben wir Kupfer. Werden jetzt, ich wollte mir so einen scheiß Anzug herstellen, ja. Lead, Gott. Ich bin schon wieder so vergesslich, ey. Das ist ganz, ganz schlimm. Lead. War das einmal oder zweimal? Zweimal, okay. Magnesium, Lead. Dann brauchen wir noch einmal Silbererz. Wo waren das gute Erz drin? Überhaupt noch Silber am Start? Ja, haben wir auch noch. Wird wahrscheinlich der Rest sein, der klägliche, den ich jetzt benutzen werde. Um... Kupfererz, dreimal Kupfererz wieder. Mein Gott. Hätte ich doch mal gleich lesen. Aber lesen kann, ist klar ein Vorteil, sag ich mal so. Bam, 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 bam. Und dann gibt es jetzt einen schönen Anzug. Ich freue mich schon drauf. So, komm, wir hatten es sogar. Lead. Alter, will er mich rollen oder was? Ich hab doch dreimal raufgedrückt. Ah, okay. Naja, das Alter halt, liebe Freunde, ne? So, dann nochmal Lead. Und dann werden wir uns jetzt einen richtig, richtig schönen Anzug craften. Ich hoffe, es funktioniert. Strahlenanzug. Warum macht der Taucherflossen, Alter? Okay. Geile Scheiße. Radiation Helm.
Strahlenschutzanzug, Radiation Gloves und Schwimmflossen. Geile Sache, liebe Freunde. So, dann gucken wir doch mal nach dem Thermometer, weil das hatte ich auch irgendwo gesehen. Wo war denn? Equipment und ein Computerchip brauchen wir dafür. Was benötigen wir wiederum für einen Computerchip? Wo sind sie denn hier? Elektronik. Opalgem. Okay, das waren die lilanen Dinger. Die sitzen... Oh, geile Sache. Geile Sache. Warum leuchtet denn das hier so schön, ey? Readings from the Aurora suggest erratic fluctuations in the primary dark matter containment field. A breach of the main drive chamber may cause a cascading quantum flux detonation. Jo. Wenn man Englisch perfekt beherrschen würde, würde man wissen, was die nette Dame dort gesagt hat. Aber da das ja bei mir nicht der Fall ist, werde ich das einfach mal zur Kenntnis nehmen und mich überraschen lassen. Da sind die Sachen, die ich brauche. Ach, schön. Animation funktioniert einwandfrei. So, da haben wir 4 Discs da. Also, es leuchtet wirklich schön. Sieht gut aus. Aber woher jetzt extrem dieses Licht herkommt? Egal. Hauptsache, es ist alles da und wir finden es und... So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte jetzt mir einen Computerchip herstellen. Da ist er. Katsching. Mit diesem Computerchip werde ich mir ein Thermometer basteln. Wofür auch immer der Dude ist. Ob es dauerhaft irgendwo hinten drin steckt, keine Ahnung. Tabulator-Taste. Und sag ich doch. Thermometer. Switch to Container. Und wo seht ihr das bitte schön? Wow. Ist das hier Notausstieg? Nee. Ach, da unten. Ha, krass. Seht ihr das? Unten links. 10 Grad. Coole Sache. Es wird wärmer. Ah, es sieht schon geil aus. Richtig geiles Spiel, ey. Riesiger Wellengang hier. Gut, gut, gut. So, liebe Freunde, dann würde ich sagen, war es das schon erstmal für den Anfang hier. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen. Und ihr könnt mich auch auf Twitter abonnieren. Ja, und da könnt ihr dann, kriegt ihr dann immer aktuellste Infos, was dann halt so Neues draußen ist. Wann ich anfange zu streamen, weil ich streame jetzt vermehrt. Es macht auch richtig Laune, muss ich euch sagen. Ja, und da würde ich mich freuen, wenn wir uns dann vielleicht im Stream wiedersehen. Ja, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Fleischi. Ciao.